So, liebe Sportwettfreunde da draußen, die Zahl 13 war eine Glückszahl von uns. 3,5 Einheiten im Plus letzte Woche. Mal schauen, was später Nummer 14 bringt. Daumen nach oben. Oddspedia, the Sports Betting Community. Wir haben eine 5 Euro Freiwette für dich. Melde dich über den Link in der Videobeschreibung bei LVBet an. Spieltag Nummer 14 bringt unter anderem das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München. Aber wer ist denn schon Bayern München zurzeit, wenn die nicht mal gegen Leverkusen gewinnen, geschweige denn punkten können? Was war da denn los? Das gleiche wie bei Jürgen Klinsmanns Debüt, eine 1:2 Niederlage. Daheim, beide spielen jetzt auswärts und apropos Berlin, die sind auch die erste Partie bei der Eintracht Frankfurt am Freitagabend. Hast du ein Seminar in Überleitungen gemacht oder was? Das ist ja Gänsehaut gewesen. Naja, ja. Erzähl mal was dazu. Was gibt es da zu erzählen? Jürgen Klinsmanns Debüt nicht ganz so erfolgreich. Frankfurt gewinnt gegen die Reichen, habe ich in einem Post von dir gesehen, gegen Arsenal London, gegen Bayern München und schenkt den Armen wieder die Punkte, wie Mainz 05 im Derby am Montag oder aber auch Freiburg davor im Heimspiel. Die Hertha hat jetzt einen Trainer, der definitiv mehr Stahlkraft hat als Čović davor und der braucht doch jetzt Punkte, oder? Und wenn wir schon nicht ganz erfolgreich waren mit der Hertha, Wette gegen Dortmund vielleicht, findet sich dann im Asian Handicap-Bereich diesmal was auf Berlin, denn ich persönlich gehe so lange mit Klinsmann, bis er mir eine Wette gewinnt. Mhm. Gibt ja diese Verdopplungsmethoden, aber ja, sollte man natürlich nicht machen, auch wenn man auf Klinsmann eigentlich fast nichts falsch machen kann. In dem Sinne, plus 0,5 heißt Double Chance Hertha, hier eine Quote von 2,05. Vielleicht, wenn man noch eine Stufe weitergeht, aber diese Spielereien sparen wir uns. Nehmen wir einfach Double Chance auf Hertha mit einer Quote von 2,05, ja, würde ich sagen. Go Jürgen, du machst das. Durch ja. Die Wand. Genau. Jetzt fehlt mir die Überleitung, weil ich nicht sehe, welches Spiel das nächste ist. Weil, sagst du das, lieber Radio? Ich sehe es auch noch nicht, aber Leipzig gegen Hoffenheim ist es. Nagelsmann gegen sein Ex-Club, könnte man sagen. Und der Ex-Club ist hier ziemlich großer Außenseiter, haben ja auch wieder Punkte verschenkt. Am letzten Spieltag lange geführt, dann am Ende doch nur 1-1. Und dementsprechend der Höhenflug der Hoffenheimer durch die letzten beiden Spiele mit einer Niederlage und einem Unentschieden jetzt erstmal gestoppt. Auch negatives Torverhältnis. Und ja, Leipzig hat natürlich Ambitionen hier auf mehr. Ich meine, die sind schon Zweiter und viele sagen, weiß nicht, ob es viele sagen, ich sag das, sie sind besser als Gladbach eigentlich und gehören, wenn Gladbach Nummer 1 ist, gehört Leipzig fast noch höher. Also, ja, aber gut, das müssen sie jetzt hier beweisen in einem Heimspiel. Deswegen habe ich hier keine Meinung dazu, weil die Quote auf Leipzig ist sehr niedrig, aber irgendwo auch richtig. Vielleicht ja. Kann Hoffenheim es eng gestalten, kann vielleicht einen Unentschieden rausholen, aber da will ich jetzt nicht damit spekulieren. Tore, Over-Under, die Quoten werden bestimmt im Bereich der 1,3 sein für 2,5. So wird sich zumindest ansetzen. Und der Buchmacher macht eine 1,46. Ja, das würde dann mega Value bedeuten, aber vielleicht hast du auch ein bisschen untertrieben. Aber schwierig, da müsste man jetzt schon überzeugt sein, dass hier 4 Tore fallen. Kann natürlich sein, aber das gehe ich bei den Hoffenheimern irgendwie im Moment nicht so gerne ein. Die sind auch defensiv gar nicht so verkehrt, auch wenn sie 5 gegen Mainz gefangen haben. Trotzdem over 3 für 1,69 einloggen oder Veto und nächstes Spiel. Veto, sorry. Und das sind die Bayern. Witzigerweise nicht um 18.30 Uhr. Und das ist fast schon ein bisschen schade, dass dieses Spiel um 15.30 Uhr ist und nicht da von dieser Startzeit irren lassen. Gladbach, der Tabellenerste, wie schon häufiger in dieser Saison, mit der Außenseiterquote von 5,6. Bayern hat hier eine 1,65. Das ist eigentlich sehr gut für den FC Bayern, denn die sind gerade bei solchen Spielen immer da, haben aber in der Vergangenheit gegen Gladbach ganz gerne mal verloren. Da erinnere ich mich, dass da einige Trainer schon drüber gestolpert sind. Hier sehen wir 3-0 2018 verloren und 2017 2-1. Ich glaube, da war es noch mit Jupp Heynckes oder so gegen sein Ex. Team. Mhm. Was denkst denn du, meine Tendenz ist eine 1,65 auf Bayern mitnehmen?
Boah, dann, wenn du schon mal auf Bayern setzen würdest, kann ich schlecht widersprechen. Letzte Woche sind wir gut gefahren auf Leverkusen Asian Handicap und irgendwo ist es halt auch echt fies, einem Tabellenführer so eine hohe Quote von 5,6 zu geben. Da müsste man als Gladbach-Fan natürlich dankbar sein. Jetzt ist es so, als neutraler Zuschauer weiß jeder, dass die Bayern natürlich besser sind als das 1:2 gegen Leverkusen. Vor allem, wenn man das Spiel gesehen hat mit 3x Aluminium. Da hätte es natürlich auch anders ausgehen können und Leverkusen weiß ja selber gar nicht, wie sie dieses Spiel gewinnen konnten. Gladbach wird sehr unwahrscheinlich dieses Glück nochmal haben, aber vielleicht einen Unentschieden rausholen, wer weiß das schon. Schwer zu sagen, also hier möchte ich mich selber enthalten, weil ich hin und her gerissen bin. Wer hier eine klarere Meinung hat, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Gerne auch mit Begründung. Ich tue mir hier echt schwer, weil ich nicht wirklich von Gladbach überzeugt bin und deswegen eigentlich mit dir auf Bayern gehen würde. Andererseits, ja, die sind immerhin Tabellenführer und damit auch bisher die konstanteste Mannschaft der Saison gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn, keine Wette bei diesem Top-Spiel. Ja, und wenn das schon das Top-Spiel ist, was ist dann das Top-Top-Top-Spiel? Freiburg-Wolfsburg nicht, kommen noch ein paar andere. Leverkusen natürlich, der Bayern-Besieger dann. Aber Freiburg gegen Wolfsburg, das sind ja auch zwei Mannschaften, die in der bisherigen Saison eigentlich über ihren Verhältnissen fast schon performen. Wenn wir uns allein die Wolfsburger anschauen mit ihren erst 13 Gegentoren, stellen die Wölfe die beste Abwehr der Bundesliga. Und auch Freiburg natürlich immer noch auf Platz 6, obwohl sie jetzt auch die letzten beiden Spiele nicht gewinnen konnten und nur eins der letzten 4 Spiele gewinnen konnten. Und da haben wir, oder weiß nicht, ob wir es gesagt haben, aber ich habe es öfter mal erwähnt, dass ich halt einfach früher oder später eine Annäherung zur Mitte erwarte bei den Freiburgern. Und die hat ja schon längst eingesetzt, dass die von ihrem Höhenflug schon langsam wieder ein bisschen runterkommen. Und dann ist die Frage, können die Wölfe da weitermachen? Also hier ist natürlich wieder Heimspiel der Freiburger eine ganz andere Sache, als wenn die Freiburger auswärts spielen würden. Nichtsdestotrotz ein Asian Handicap auf Wolfsburg wäre vielleicht gar keine schlechte Wette, wenn wir Asian Handicap 0 bei 1,8 haben oder ein minus 0,25 bei einer 2,12er Quote. Ja, dann hat man noch ein bisschen das Unentschieden abgesichert. Könnte man mitgehen. Auf der anderen Seite, Freiburg hat natürlich daheim gepunktet gegen Dortmund, gegen Leipzig gewonnen, auch andere Spiele. Ja, das war aber noch, als sie überperformt haben. Ja, und Wolfsburg, also Asian Handicap 0 gefällt mir auch auf Wolfsburg. Wenn ich dieses Spiel setzen würde, dann wäre ich mit dieser Wette konform. Mir würde aber tatsächlich ein Asian Handicap 0 reichen. Mhm. Ja, du hast es angesprochen, die Ergebnisse der Freiburger sind schon nicht verkehrt. Jetzt haben sie gegen Tabellenführer natürlich mal nicht unbedingt gewonnen, aber ja, davor eben über ihren Verhältnissen gespielt und ich bin kein Freund des Trends. Im Gegenteil, ich finde es sinnvoller, gegen den Trend zu setzen und vor allem hier, ja, obwohl ich Freiburg natürlich gerne mag, also das soll jetzt keine Sympathien widerspiegeln, weil da manche Fans sich dann gleich angegriffen fühlen und so einen Hals kriegen, was dieser Arsch wieder hier über Freiburg lästert. Aber nein, es ist rein eine Wette gegen diese Freiburger Mannschaft. Ja. Gegen den Trend. Also nehmen wir das Asian Handicap 0 und dann geht's auch schon gleich weiter mit dem nächsten Spiel. Wenn ich die Wette hier einlogge, wenn es denn dann klappt auch. Ja, damit sind wir auch Freiburg-Wolfsburg durch und gehen weiter zu Dortmund gegen Düsseldorf. Düsseldorf, ich glaube, ist Außenseiter, werden das Spiel sehr wahrscheinlich nicht gewinnen. Favre ist immer noch Trainer, das ist vielleicht eine Überraschung vom letzten Spieltag, auch dass sie das Unentschieden halten konnten, den Sieg halten konnten gegen Berlin, obwohl die Hertha einige Chancen auch noch in den letzten Minuten hatte. Hm. In der Champions League haben sie auch noch die Chance weiterzukommen und sind eigentlich an den Bayern dran. Also so gesehen, man kann sich alles schön saufen oder halt einfach schlecht machen.
wie man möchte. Ich glaube, wir sollten hier bei dem Spiel gleich mal auf die Asian Handicaps schauen und auf die Tore, ob uns da eine Wette auffällt. Düsseldorf ziemlich genau da, wo man sie erwarten könnte in der Tabelle. Mhm. Aber bei Asian Handicap gibt es ja dann hier eigentlich nur die Option, auf Dortmund zu gehen. Oder wenn ich deiner Argumentation jetzt so richtig gefolgt bin. Oder wirst du sagen, Düsseldorf verliert das knapp? Ja. Spielt sogar unentschieden oder schafft die Sensation und Favre ist weg? Ja, also für mich ist es keine Option, auf Dortmund einen Handicap-Sieg zu setzen, denn da haben sie in den letzten Wochen überhaupt nicht gezeigt, dass sie gerade Mannschaften abschießen können. Im Gegenteil, wäre eine plus 2 oder 2,5 eine gute Quote, könnte man sich auch Düsseldorf überlegen. Ist es aber nicht, dann ist die andere Frage, über 3 Tore finde ich schon wieder gut genug, eine 1,66. Dortmund ist sehr, sehr anfällig. Man könnte auch eine 3,25 über Tore spielen, dann hat man eine 1,88. Also das sind Wetten, die mir schon deutlich besser gefallen, denn Dortmund ist anfällig und kann auch daheim Tore schießen gegen Düsseldorf. Ja, ich werde da nicht so warm aus vielerlei Gründen, weil du Dortmund, glaube ich, schwer einschätzen kannst oder man kann Dortmund schwer einschätzen. Hauen die jetzt endlich mal einen raus wieder, sind wieder ein bisschen in der Spur, dafür wäre Düsseldorf eigentlich der richtige Gegner. Andererseits, Friedhelm Funkel auch mal wieder zu Potte kommen und warum nicht keine Chance gegen Dortmund nutzen? In dem Fall müsste man dann Asian Handicap auf Düsseldorf gehen, ist aber die Quote zu schlecht und vielleicht fallen hier nicht mal viele Tore, weil Düsseldorf sich lieber hinten reinstellt. Haben Sie ja am guten Beispiel von vor ein paar Wochen gesehen, oder? War egal, irgendwer. Keine Wette. Sie haben 1-1 gegen Hoffenheim gespielt, 4-0 gegen Bayern verloren. Jetzt Augsburg-Mainz, da bin ich im Stadion. Diesen Klassiker dieser Fußball-Saison möchte ich mir nicht entgehen lassen. Mit einem Sieg am letzten Spieltag, beziehungsweise Augsburg 1-1, haben aber lange 1-0 geführt und glaube ich, Köln hatte sogar noch eine rote Karte, haben sie jetzt trotzdem nicht gewonnen, egal. Mainz mit 2 Siegen in Folge, jetzt schon wieder auf Platz 12 hoch. So eng ist da unten die Tabelle beieinander und Augsburg mit 3 Spielen in Folge nicht verloren. Das klingt doch nach einem klassischen Unentschieden, oder? Mainz zu formstark, um hier auf Augsburg zu gehen, was ja immer so unsere Favoritenwette ist. Augsburg 0,5. Was denkst du? Hast du eine andere Idee? Nee, total dabei. Also hier auf Augsburg-Sieg zu gehen, traue ich mich auch nicht ganz, weil, wie du gesagt hast, die haben jetzt 3 Spiele in Folge nicht verloren. Wird es eigentlich mal wieder Zeit, oder zumindest, dass sie nicht gewinnen, hier dieses Heimspiel und Mainz, ja, wurde ich auch kritisiert, dass ich sie schlecht geredet habe und dann haben sie es mir mal wieder gezeigt, wie schon so oft. Und von daher sage ich jetzt, zeigt es mir doch mal nochmal die Mainzer und holt hier mindestens einen Unentschieden in Augsburg. Da würde man bei einer Double Chance aber nur eine 1,65 kriegen. Direkt auf Mainz würde ich nicht gehen, deswegen macht es hier in der Tat Sinn, die X-Bet rauszuhauen mit einer Quote von 3,7, allerdings halt nur mit 0,3 Einheiten und ich hoffe, du hast das auch bedacht bei der Berechnung letzte Woche oder hast du uns da durch das Unentschieden ein paar mehr Einheiten dazu? Oder haben wir überhaupt ein Unentschieden getippt? Nö. Dachte, Bremen-Wolfsburg waren unentschieden, oder? Nö. Auch nicht? Nö. Okay. Bremen hat gewonnen, 3-2. Ja, aber ich dachte, es wäre meine Ex-Bet gewesen. Mhm. Und hast du abgezogen? Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Leverkusen gegen Schalke ist das Top-Spiel. Mhm. Was fällt uns dazu ein, lieber Radek? Also, Leverkusen, frei, kann man jetzt sagen, am Samstagabend ultra stark, und jetzt dürfen sie gleich nochmal rein, ran gegen Schalke 04, die in der Tabelle auch außerordentlich gut dastehen und auch 2 Spiele in Folge gewonnen haben. 24 Tore, 16 Gegentore und jetzt wollen wir mal schauen auf die Tabelle. Lass mal Leipzig unentschieden spielen, Gladbach verlieren, Schalke 18-0 gewinnen, dann sind sie Erster. Ja, aber die Chance hatten sie ja schon auch diverse Male.
an die Tabellenspitze zu springen, haben sie auch nicht gemacht. Und hier muss man ehrlich gesagt jetzt auch gegen den Trend setzen. Denn hallo, wie oft hat denn Schalke bitte nicht verloren, obwohl man eigentlich davon ausgehen könnte, dass sie mal verlieren? Und gegen Leverkusen, die jetzt mit dem Rückenwind der Bayern auftreten, könnte man sagen, Leverkusen ist hier definitiv kein Außenseiter, sind sie ja nicht. Sie spielen daheim und sind auch Favorit bei den Wettanbietern. Aber dann gibt es ja natürlich die andere Theorie, die besagt, dass Mannschaften, die gegen Bayern gut spielen oder sogar gewinnen, in ein ganz tiefes Loch fallen, weil danach die Saison oder das Maximale, was sie in einer Saison erreichen können, nämlich gegen Bayern zu gewinnen, schon erreicht ist. Und dann wird halt eine Woche Party gemacht, wird auf Mallorca nach Mallorca gefahren, Ballermann, Trichtersaufen und so weiter. Und dann können die natürlich nicht gegen Schalke weitermachen. Also so war es bei Eintracht Frankfurt zum Beispiel, so war es bei Hertha BSC Berlin, die am ersten Spieltag zwei beide gespielt haben. So ist es oft, wenn Mannschaften gegen Bayern gewinnen. Also was sagt ihr? Ich bin hier auch absolut nicht der Richtige, um dieses Spiel zu beurteilen. Nee. Top-Spiel wird hoffentlich top. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und wir gehen zum Sonntag. Und jetzt schauen wir mal Union Berlin gegen Köln. Der Bayer-Lord ist weg bei Köln, der Gisdol ist da. Und hier lege ich mich jetzt schon mal fest, dass Union extrem overperformt, aber einen richtig geilen Fußball spielt. Und jetzt ist Köln mal fällig, mit dem neuen Trainer zu punkten und aufzuschließen auf die Nicht-Abstiegsplätze. Meine Lieblingswette ist ja Asian Handicap 0 auf Köln, weil wenn sie dieses Spiel nicht gewinnen wollen, was wollen sie dann überhaupt? Komplett richtig. Jetzt hätte ich aber meinen absoluten nicht vorhandenen Hut vor dir gezogen, wenn du gesagt hättest, Asian Handicap minus 1 auf Köln. Das hätte eine 5,8er Quote und die müssen gewinnen. Warum rumeiern? Warum hier auf Nuller gehen, wenn man es auch mal fett haben kann, weil jeder erwartet hier natürlich ein Unentschieden oder vielleicht sogar Union besser, weil die ja zu Hause spielen, aber gerade dann läuft es in der Bundesliga immer anders, als man denkt. Deswegen setzen wir hier heute einfach gefühlt immer gegen das, was man erwarten könnte. Und ja, vielleicht ein kleiner 0,2 Einheiten-Tipp auf Köln minus 1, außer Konkurrenz, du sagst nein, aber dieser Asian Handicap 0 auf Köln mit einer 2,3er-Quote, absolut nachvollziehbar und das kann man natürlich auch einloggen. Genau, ich denke, man sollte dann schon so ein bisschen seriös tippen. Das ist ein Spaßtipp minus 1, da sehe ich jetzt nicht so... Naja, Spaßtipp bei 0,2 Einheiten. Am Ende, wenn sie dann mit zwei Toren Vorsprung gewinnen, wirst du dir denken, oh, dieser Radek. Ich kenne ihn schon seit dem Kindergarten. Und dann geht's zu guter Letzt weiter mit dem Spiel von Werder Bremen. Die unentschieden Götter, die jetzt in Wolfsburg 3-2 gewonnen haben, bekommen eine richtig geile Quote gegen Paderborn, die immer mal wieder gute Spiele rauszaubern, aber sich nicht damit belohnen, dann mit Punkten. Zwar einen gegen Dortmund, aber nach einer 3-0-Führung zur Halbzeit. Also das gibt auch nicht so viel Selbstvertrauen. Und Bremen, die haben schon einige Top-Teams unentschieden geholt und jetzt Wolfsburg geschlagen. Die 1-5-6 einfach mitnehmen, oder? Also Bremen gewinnt es schon. Ja. Aber irgendwo hat man doch auch eine Würde und wenn man jetzt anfängt, hier 1,56 Siegquoten zu tippen, Bayern-Siegquoten, vor allem ist das jetzt keine Übermannschaft, das ist Werder Bremen, hast noch gesagt, letztes Mal glaube ich zu Recht da unten stehen oder so, die haben zwar erst 5 Spiele verloren, muss man auch sagen, aber andererseits, ja, dann müsste man hier schon noch ein bisschen mit dem Handicap arbeiten und die Paderborner, die haben jetzt beide gegen Dortmund gespielt und 3-2 gegen Leipzig verloren. Wenn die diesen Mannschaften 3 bzw. 2 Tore reinjubeln, dann will ich deine Bremer mal sehen mit ihrer glorreichen Abwehr. Also lass uns einfach auf over 4,5 Tore gehen oder so.
Oder ja. 3,5. 3,5, eine letzte Sonntagabendwette. Da geht einiges und da würde dann mit einem 3-1-Sieg, den ich ja prognostiziere, auch diese Wette in Erfüllung gehen. Und wenn deine dann gönne ich es auch Pizarro und den Jungs natürlich. Ja, wenn die dann 2 Tore schießen, dann passt das schon. Na gut, diesmal sind wir nicht ganz so tippfreudig wie die letzten Wochen. Ja, aber letzte Woche lief ja so gut, deswegen lieber mal jetzt nicht übertreiben. Klar. Komm. Dann schauen wir mal, ob es die Wetten, die wir gerade eingeloggt haben, gespeichert hat. Ansonsten könnten wir auch nochmal so drüber surfen. Und ja, haben hier gerade Absturz. Aber hier zeigen wir mal ganz kurz, was die Raute bedeutet. Das Doppelkreuz. Das Doppelkreuz. Aber wir können es auch so durchgehen, oder? Hertha BSC, Asian Handicap, 0,5 auf Hertha, also Sieg, Hertha oder Unentschieden, Wette geht in Erfüllung. Tja, dann hast du gemeint, wir gehen auf die Bayern, ich habe aber widersprochen, deswegen war es eine No-Bet. Freiburg gegen Wolfsburg, auch hier Asian Handicap 0 diesmal, auf die Wölfe, gibt eine Quote, die gut genug ist, bei Unentschieden Geld zurück, keine Wetten bei Dortmund und Düsseldorf. Ja, aber Augsburg-Mainz, trauen wir den Mainzern was zu? Auch ein Asian Handicap 0 in, sogar das X in Augsburg, sorry, ja. 3,7, interessante Quote, aber natürlich nur mit 0,3 Einheiten. Alright, und dann gibt es noch eine Wette am Sonntag. Erstmal mit Union Berlin gegen Köln, Asian Handicap 0 auf Köln, Unentschieden Geld zurück. Kölner Sieg mit 2,x-Quote. Und ein Torfestival in Bremen, zwischen Bremen und Paderborn, zumindest mehr als 3,5 Tore bei einer Quote von 1,9. Dann war es das für den 14. Spieltag. Eure Tipps immer willkommen in den Kommentaren. Immer schön freundlich bleiben, Abo dalassen und dann bis zum nächsten Mal. Oddspedia, the Sports Betting Community. Wir haben eine 5-Euro-Freiwette für dich. Melde dich über den Link in der Videobeschreibung bei LVBet an.